Ja, hallo alle zusammen. Ich bin Arti. Willkommen zurück zu unserer Vorlesung aus dem Buch Die Suche nach Gott von Edgar Cayce. Wir sind stehen geblieben auf der Seite 76 und machen mit der Seite 77 weiter. Die Entwicklung des Glaubens. Der Glaube wird durch die Ausübung entwickelt. Es kann weder gelehrt oder erzwungen, noch kann wahrer Glaube gestört werden. Durch die Ausübung des Glaubens sind wir in der Lage, anderen Erleuchtung zu schenken. Wir wollen den gleichen Geist in uns tragen, der in Jesus Christus war. Dann werden wir in den Glauben finden, der jede Not überwindet, sogar den Glauben der Berge versetzt, das Schicksal der Völker verändert, ja sogar Welten ins Leben ruft. Glauben wir das? Und wie können wir dieses Ziel erreichen? Indem wir unser Herz in der Meditation jenen unsichtbaren Kräften öffnen, die den Thron der Gnade, Schönheit und Macht umgeben und gleichzeitig den Schutzmantel um uns werfen, wenn wir in unserem Gedanken an Christus finden. Dann wollen wir unserem Glauben Taten folgen lassen, die jene Eigenschaften aufweisen, die Ausdruck seines Geistes in der Welt sind. So wird sich unser Glaube entwickeln und für uns der Beweis für die unsichtbaren Dinge werden. Wir müssen durch unser Handeln im täglichen Leben zeigen, dass wir an den Glauben in uns festhalten und dass wir wissen, wenn wir das, was wir haben, einsetzen, so wird uns mehr gegeben. In Zeiten der Versuchung wollen wir an den Glauben denken, der andere in weitaus größere Schwierigkeiten als unsere gestärkt hat. Wenn unser Bewusstsein unser Zweifel verstärken will, dann wollen wir uns unseres Glaubens bewusst werden, indem wir uns über die Schreie des Fleisches erheben. Sind wir nicht die Kinder des Allerhöchsten? Wir wollen standhaft an jener gottgegebenen Gnade festhalten, die uns auf dem Weg des Lebens nach oben führt. Im Studium und in der Anwendung der Kooperation, im Gebrauch des Wissens, da wir durch die Erkenntnis unseres Selbst erwerben, im Festhalten an unserem Ideal und indem wir niemals in unserem Glauben schwanken, bauen wir Schritt für Schritt auf, was im Leben der Menschen, denen wir begegnen, zur lebendigen Wahrheit wird. In der Anwendung unseres Wissens finden wir ein größeres Verständnis dafür, wie unser Glaube verstärkt und in unserer Erfahrung lebendig werden kann. In unserem täglichen Leben sind wir Spiegelbilder dessen, was wir verehren. Wir wollen uns Licht so stark scheinen lassen, dass andere, die dieses Licht in uns sehen, Gott verherrlichen mögen. Glaube im Überfluss. Nur das Herz, das frei von selbstsüchtiger Liebe ist, kann einem Glauben annehmen, der allen Lebensumständen standhält. Unser Glaube muss standhaft und lebendig sein, so stark, dass wir ihn täglich erobern können, erproben können, Entschuldigung, in dem Wissen sicher und beständig zu sein. Wo wahrer Glaube ist, da gibt es keine Furcht, denn das wäre ein Grund zu Ängstlichkeit, wenn wir an die stets gegenwärtige Liebe Gottes glauben. Unser Glauben wird jeder Schritt des Weges gezeigt. Entschuldigung, uns Gläubigen wird jeder Schritt des Weges gezeigt. In sein Wort ist Licht für unsere Füße. Wenn der Weg dunkel ist und Hindernisse unüberwindbar scheinen, dann erstrahlt für uns, die wir an seinen Verheißungen festhalten, das Licht der Sonne der Gerechtigkeit. Wenn der Glaube in uns stets gegenwärtig ist, dann besitzen wir die wahre Freiheit und die Sicherheit, dass wir keinen Herrn außer Jesus Christus kennen und durch den starken Arm Vaters beschützt werden. Das Gefühl der Sicherheit, des Schützens und Friedens, das jedes Verstehen übersteigt, finden wir nirgendwo anders. Der Glaube ist die Verheißung, die er vorausschickt, um uns zu zeigen,
dass wir alles besitzen, worum wir bitten. Selbstanalyse ist notwendig. Die Lösung geistiger Probleme ist für den Menschen wichtiger als die Lösung physischer Probleme. Obwohl sich der Durchschnittsmensch, der sich in den verworrenen Wegen des Materialismus verliert, dessen nicht bewusst zu sein scheint, befreie den Geist und die Schlacht ist fast gewonnen. Geistige Qual ist weitaus schlimmer als körperliche, denn der Geist kann körperliche Schmerzen überwinden. Dem leidenden Geist jedoch müssen die spirituellen Kräfte zu Hilfe kommen. Wissen wir, an wen wir glauben? Wenn ja, dann wird das Ideal oder Maß, nach dem wir streben, die Basis für Aktivität des Glaubens in ständiger Tätigkeit der mentalen, imaginativen und spirituellen Kräfte. So können wir das ausdrücken oder offenbaren, was wir als unser Ideal gesetzt haben. Nicht zur Selbsterhöhung, sondern um die von uns empfangenen Segnungen sichtbar zu machen und zu sehen, wie sie sich im Leben anderer zeigen. Wir wollen uns hineinsehen und erkennen, dass wir Mitarbeiter Gottes sind. Wir wollen uns selbst analysieren, um die Stellen herauszufinden, an denen das Fleisch schwach ist, wo wir am ehesten versagen könnten, und dann eine beständige Stärkung durch den Geist suchen, die uns mit unbeirrbarem Glauben an unserem Ideal festhalten lässt. Zeugnisse des Glaubens. Wenn der Tag dunkel und der Weg verdüstet ist und wir dennoch unbeirrbar sind, dann geben wir Zeugnis für den Glauben. Wenn das Meer des Lebens stürmisch ist und wir dennoch den Mut haben, beherzt auf das aufgewühlte Wasser hinauszutreten, dann deshalb, weil im innersten Zentrum unseres Seins immer noch die göttliche Gabe ist, die spricht: Schweig, seid still, denn ich bin bei dir und werde dich nie verlassen. Wir haben es gehört, wir können es immer hören, wenn wir uns nur die Zeit nehmen, es zu lauschen. Wenn Zweifel aufsteigen und die Wolken der Verzweiflung schwer auf uns lasten, rufen wir dann nicht in der Nacht: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kommt denn keine Antwort? Werden wir nicht gestärkt durch unsere Erfahrung, die uns ein besseres Verständnis für unsere Mitmenschen vermittelt, die in gleicher Weise leiden? Vor einigen Jahren besuchte ich mit einer Gesellschaft eine bekannte Höhle. Alle schienen sehr glücklich. Nachdem ich einige Zeit in der Höhle war, bekam ich schreckliche Angst. Mir kam der Gedanke, wie schrecklich und wie furchtbar wäre es doch, wenn wir den Ausgang nicht mehr finden würden. Die Luft lastete schwer auf mir. Jahrzehnte schienen zu vergehen, dann jedoch kam die Stimme, die mich bereits so oft gestärkt hat: Sei gewiss, ich bin bei euch alle Tage. Fürchtet euch nicht. Durch diese Worte wurde mein Glaube stark. Wenn unsere lieben Schmerzen leiden und keine irdische Hilfe nahe ist, werden wir dann nicht die Zeugnisse des Glaubens unserer Väter wiedererweckt, wenn wir beten und Hilfe erhalten? Nicht nur in der Versuchung, sondern zu allen Zeiten finden wir den größten Trost daran, tief in uns zu wissen, dass seine Verheißungen sicher sind. Der Lohn des Glaubens. Unser Lohn steht im Verhältnis zu dem Glauben, den wir praktizieren. Wie ihr geglaubt habt, so soll es geschehen. Und alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt. Im Lohn sind keine Grenzen gesetzt. Es liegt an uns zu messen und zu beanspruchen. Stellt mich auf die Probe und wartet, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Wir wollen uns als Kanal öffnen und vollkommenen Glauben an Gott haben. Denn im Kopf siegt der Herr. Es wird sich zeigen, was wir tun können, wenn wir uns ohne Vorbehalt in die Hand des Vaters geben. Und ich werde den Vater bitten,
Und er wird euch einen anderen Beistand geben, den Geist der Wahrheit, der euch in die ganze Welt führen wird. Und was soll ich noch aufzählen? Die Zeit würde mir nicht reichen. Wolle ich vor Gideon reden, von Barak, Samson, Jiftach, David und von Samuel und den Propheten. Sie haben aufgrund des Glaubens Königreiche besiegt, Gerechtigkeiten geübt, Verheißungen erlangt. Doch sie alle, die aufgrund des Glaubens besonders anerkannt wurden, haben das Verheißende nicht erlangt, weil Gott erst für uns etwas Besseres vorgesehen hatte. Denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Da uns eine solche Wolke von Zeugen umgibt, wollen auch wir alle Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. Lasst uns die Ausdauer in dem Wettkampf laufen. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und dabei auf Jesus blicken, dem Urheber und Vollender des Glaubens. Das war die Lektion 4. Der Glaube. Wir lesen weiter Lektion 5, Tugend und Verständnis. Schließlich, Brüder, was immer wahrhaft edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf sei bedacht. Philipper 4,8. Und die Anrufung: Lass mich Tugend und Verständnis üben, denn mein Schild bist du, o Herr, mein Erlöser. Du hörst das Gebet, der im Herzen aufrecht. In Klammern aus dem Reading 262-17. A-14. Tugend und Verständnis, Einführung. Wenn wir Tugend und Verständnis definieren, dann müssen wir bedenken, dass diese Worte hier und ihrer tiefen Bedeutung als Ausdruck oder Fähigkeit der Seele oder der spirituellen Kräfte gebraucht werden und nicht als mentale oder emotionale Begriffe. Um eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, wollen wir sagen, was Tugend bedeutet, dem in unserer Absicht reinen treu zu sein. Tugend ist vollkommene Kooperation, die den Weg zur Erleuchtung und Emporhebung der Menschen bereitet. Tugend heißt, dass wir uns im Einklang mit der schöpferischen Kraft befinden, so dass wir uns selbst so kennen, wie andere uns kennen. Tugend heißt, an dem Ideal festzuhalten, das in ihm gegründet ist. Das in ihm gründet, dem Herrn der Herren, dem König der Könige. Tugend ist Reinheit des Herzens, Reinheit der Seele und Reinheit des Verstandes, die durch seinen Geist kommt, der unserem Geist Zeugnis gibt. Tugend ist das Gewürz des Glaubens, die Essenz der Hoffnung und das krönende Element der Wahrheit in der Eigenschaft Gottes. Wahres Verständnis übersteigt bei weitem das logische Verstehen durch die Sinne. Es ist die Kraft, jene Gesetze zu erfahren und auszuleben, welche den Ausdruck der schöpferischen Kraft oder dem Ausdruck Gottes hin und durch den physischen, mentalen und spirituellen Körper des Menschen bestimmt. Wo Tugend herrscht, da ist auch Verständnis, denn eines ist durch das andere bedingt. Verständnis ist der Lohn der Tugend. Daher kommt mit der Tugend auch das Verständnis der beiden, denn beide sind die Zapfen im Zapfenloch. Sie passen genau ineinander. Täglich erfahren viele Menschen Wunder, die sie nicht verstehen. Wenige, die bloßen Wissen besitzen, erhalten auch das Verständnis. Verständnis der Mysterien des Lebens finden nur jene, die sich dem Thron ernsthaft nähern. Wir kennen vielleicht den Lauf der Sterne. Wir wissen um die komplizierten Formeln der Mathematik und die Geheimnisse der Wissenschaft. Aber wir können die Gesetze Gottes nicht verstehen, solange wir nicht näher zum Göttlichen erfahren haben, die uns erkennen lässt, dass wir Teil seiner Gesetze sind und nicht nur bloße Beobachter dieser Gesetze.
Für jene, die den Stephanus verstanden, war es kein Wunder, als er sagte, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechte Gottes stehen. Auch für den Meister war es kein Wunder, als er die 5000 mit 5 Broten und 2 Fischen speiste, denn er verstand das Gesetz des Lebens. Man muss die Gesetze Gottes, da man die Liebe verstehen, wenn man auch heute noch diese Botschaft hört. Wahrlich, ich bin hier, in diesem Raum baue ich gegenwärtig. Ich habe euch erwählt, so wie ihr mich erwählt habt. Bleibt auf dem Weg, den ihr kennt. Bleibt auf dem Pfad, den ihr gewählt habt. Denn er hat euch in jeder Versuchung, denn er kann euch in jeder Versuchung führen und dem Gläubigen wird die Krone des Lebens kommen. So wie ihr mich in eurem Bewusstsein emporhebt, so werde ich auch im Bewusstsein anderer emporgehoben werden. Durch ein derartiges Verständnis entwickeln wir eine feine und ernsthafte Beziehung zu anderen und zu einem höheren spirituellen Begriff des Selbst. Wir verbinden Tugend mit Verständnis, da beide ein Ausdruck der aktiven Seelenskräfte sind. Im Geist aufgebaute Tugend ist der einzig sichere Weg zum wahren Verständnis. Das Wissen kann dabei helfen, wenn es mit dem Ideal harmoniert. Andernfalls kann es zu einem Hindernis, einem Fluch, einer Fallgrube werden, dem man nun schwer entkommen kann. Tugend und Verständnis sind spiritueller Natur. Jene von uns, die Tugend und Verständnis suchen, müssen mit Gott gehen. Niemals sinken wir so tief, dass wir nicht manchmal ein Verlangen spüren, nach oben zu schauen und etwas Höheres als unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche zu suchen. Oft genügt hierfür bereit ein Lied, ein freundliches Wort oder eine freundliche Tat, um das Feuer der Hoffnung aufflammen zu lassen und ein Gebet zu stammen wie Herr, sei mir Sünder gnädig. Erst wenn wir den Weg mit ihm gegangen sind, wie wir allen Versuchungen ausgesetzt und doch ohne Sünde war, werden vielleicht auch wir als würdig angesehen, diesen Weg zu weisen. Wenn unsere Herzen für das Bewusstsein offen sind, das aus der Treue zu ihm entsteht, dann wird es keine Missverständnisse geben, denn die Kraft des Heiligen Geistes wird in jedem von uns wachgerufen. Was seid jeher unser war? Entschuldigung. Jeher. Die Sehnsucht nach Tugend und Verständnis liegt bereits in uns. Der Geist ruft dem Geist zu, reinige mich, läutere mich, gib mir meinen ursprünglichen Stand, meine Tugend, mein Verständnis zurück, o du mein Gott. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. Wir wollen unser Streben mit folgenden Worten ausdrücken. O du göttlicher und himmlischer Funke, lebendig in manchen, schlafend in anderen, Tugend, Verständnis, schöpferische Kraft, Gott, wir bitten dich, ziehe auf deinen Weg in unser Herz und Leben ein. Tugend und Verständnis sind für ein rechtes Leben notwendig. Tugend und Verständnis sind für ein rechtes Leben notwendig. Wir brauchen sie, um die täglichen Probleme bewältigen zu können, die sowohl in uns als auch in unserer Beziehung zu anderen entstehen. Wir wünschen uns ernsthaft, dass unsere Maßstäbe die Richtung sind, aber keiner von uns kann richtig entscheiden, wenn er nicht vom Heiligen Geist geleitet wird. Es ist nicht leicht, den eigentlichen Grund oder das endgültige Ergebnis einer Entscheidung zu erkennen, die jemand anderen beeinflusst. Möglicherweise wissen wir gar nicht, welche Versuchung und Drangsale einen Menschen
in die Irre geben ließen. Wenn wir es wissen, dann deshalb, weil wir bereits selbst eine ähnliche Versuchung durchgemacht haben. Dann werden unsere Maßstäbe von ihm beurteilt, der stets in unserem heiligen Tempel wohnt. Und sie stimmen vollkommen mit dem Ideal unseres weniger glücklichen Mitmenschen überein. Es steht uns nicht zu, ihn zu kritisieren oder zu verdammen. Tugend und Verständnis sind die Voraussetzungen für spirituelles Leben. Was wir nicht besitzen können, können wir nicht geben. Was wir nicht leben, können wir auch nicht andere lehren zu leben. Wenn wir nicht rein sind, können wir von anderen erwarten, rein zu sein? Unsere eigenen Worte und Taten verdammen uns. Wir müssen sein und wissen, bevor wir andere, die einen sicheren Hafen suchen, anleiten oder richtig führen können. In uns ist ein Sehen, von Tag zu Tag besser zu leben. Wir wollen ein bestimmtes Ziel erreichen. Wählen wir das höchste, das beste Ziel, dann werden wir uns nicht mit etwas Geringerem zufrieden geben. Es ist gut für uns daran zu denken, dass wir das höchste Ziel nicht in einem einzigen Anlauf erreichen können, sondern nur Schritt für Schritt. Hier ein bisschen, dort ein bisschen. Es ist ermutigend zu wissen, dass keine gute Tat verloren geht. Ja, nicht einmal eine gute Absicht, sondern alle sind in unsere tiefen Seele eingepflanzt. Manche 30-fach, einige 50-fach und andere 100-fach. Durch gerechten Taten steigen wir nach oben. Wir steigen zum Himmel hinauf und stützen uns dabei auf den Arm eines Mitmenschen, dem wir geholfen haben. Siehe 281-4. Der Weg zu Tugend und Verständnis. Der Weg zu Tugend und Verständnis führt durch Gebet und Meditation. Die Annäherung und das Verständnis muss erfolgen, indem wir alle unsere Bedürfnisse in der physischen, mentalen und spirituellen Phase unseres Lebens richtig auffassen. Dies ist der Weg unseres Meisters Jesus. Andere können den Weg weisen, aber sind sie so tugendhaft und verständnisvoll wie er, der sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er erkündete nur den Weg, den er selbst gegangen war. Er lebte diesen Weg so, dass er sagen konnte, du aber folge mir nach. Der Weg steht allen offen. Auf diesem Weg gehen wir voran, wenn wir beginnen, uns selbst so zu sehen, wie andere uns sehen. Wenn kein unfreundlicher Gedanke über unser Bruder sich in unserem Herzen festsetzen kann. Wenn wir ernsthaft danach streben, rein im Herzen, rein im Geist und rein in der Seele zu sein. Der Weg ist gerade und schmal. So schmal, dass wir nur dem Willen des Vaters folgen sollen. Dass unser Vorsatz nur dem sein soll, seine Werke zu tun. Und dass wir nur das Ziel vor Augen haben sollen, das Christusbewusstsein zu erreichen. Dies führt zu Tugend und Verständnis. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ja, wir können nochmal die persönlichen Erfahrungen lesen und dann schauen wir mal auf die Zeit. Ich habe den Weg gefunden, er führt durch die göttliche Liebe und ist für alle offen, die ihn anstreben. Ich betete 7 Jahre lang um göttliche Liebe, sie lebt in mir. Gibt mir die Stärke, sie zu lieben, die mir Unrecht getan haben, und sie schenkt mir den Blick, das Gute in jenen zu sehen, die Böses tun. Sie ist die heilende Kraft in mir. Ich danke dafür, dass ich nur den Gott in mir kenne, der mir hilft, göttliche Eigenschaften zum Ausdruck zu bringen. Wenn wir tugendhaft sein wollen, dann lasst uns im Glauben voranschreiten. Im Glauben an die Reinheit des Selbst, im Glauben an die Vollkommenheit unseres Mitmenschen, im Glauben an die Verheißung Gottes. Tugend ist der Lohn des Glaubens, Verständnis ist der Lohn der Tugend. Durch den Glauben wird der Schleier gehoben und wir können in uns gehen
in das Allerheiligste und wir werden Abbild des Sohnes Gottes. Sie fühlte, dass ich nicht die notwendige Tugend für ein gerechtes Leben besaß. Nach vielem Nachdenken und Meditieren wurden mir folgende Worte gegeben. Glauben ist der erste Eckstein. Dies half mir, dass ich wusste, dass ich den Glauben würde leben können. Ich begann dann dafür zu danken, dass ich durch den Glauben an Christus Tugend besaß, dass ich eine Reinigung an Körper, Seele und Geist erfahren durfte. Dann begann ich zu verstehen. Wir müssen unerschütterlich an Gott und seine Verheißung glauben. Wenn sich irgendeine Kraft seines Geistes in unserem Leben offenbaren soll. Wir müssen fest in unsere Mitmenschen vertrauen, wenn wir so rein sein wollen, wie wir es von ihm verlangen. Wir müssen mehr an uns selbst und an die Kraft des Geistes glauben, die stets bereit ist, sich in uns und durch uns zu offenbaren, wenn wir unser größtes Werk tun wollen. Wenn wir keinen Glauben besitzen, wie können wir dann erwarten, die Herrlichkeit Gottes zu schauen? Bezweifelt ist verdammt. Nur durch den Glauben werden wir gerechtfertigt, denn der Glaube an Gott wird uns an Rechtschaffenheit angerechnet. Ja, Glaube. Ich habe dem nichts zuzufügen. Wir sind auf der Seite 91 stehen geblieben. Ich würde hiermit heutige Vorlesung beenden wollen. Ich freue mich auf morgen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.